Ja, ihr habt schon gelesen. Aus bleibt aus. So, hinter mir steht schon der Ingo Hoppe. Der Ingo hat sich schon mal warm geredet in der Innenstadt. Wie gesagt, es versäumt hier keiner was. Der Ingo kommt nochmal mit seiner Rede, mit seinen wichtigen Argumenten hier für uns, zu uns auf die Bühne. Ingo, du hast das Wort. Dankeschön. Es war wirklich ein Riesenauftritt in der Stadt drin. Und es ist aber auch toll, ja, dass ihr euch hier eingefunden habt. Dann, wenn ihr auch noch dort wärt, es wird platzen, Biblis. Es ist einfach klasse, ja, dass hier so viele Menschen gekommen sind, um unsere Forderung nach sofortigem Abschalten zu unterstützen. Dankeschön. Wir, der Trägerkreis AKW Ende Bergstraße, Atomkraft Ende Darmstadt, BI Biblis Abschalten, BUND Bergstraße, Kritisches Kollektiv und AKU, unterstützt von über 60 Organisationen aus unserer Region. Wir haben uns getraut, euch hier in die Gurkenstadt Biblis Downtown einzuladen. Direkt nach RWE City. Und an die 20.000 Leute sind unserem Ruf gefolgt. Gut, gut, dass ihr alle da seid in diesen furchtbaren Zeiten. Tschernobyl mahnt seit 25 Jahren und Fukushima ist überall. 25 Jahre nach Tschernobyl tobt in der japanischen AKW-Anlage seit dem 11.03.2011 die atomare Hölle. Alle Maßnahmen, den Super-GAU einzudämmen und damit Land und Ozean vor der Großregion von Tokio mit seinen 35 Millionen Menschen wenigstens vor dem Schlimmsten der radioaktiven Verseuchung zu bewahren, sind Stückwerk geblieben. Alle Verharmlosungen der STEPCO, der japanischen Regierung, sind wie Seifenblasen geplatzt. Und damit ist auch gescheitert die Lüge vom sicheren Atomstrom. Das ist ein weiteres, klares, unwiderlegbares Zeichen für die grundsätzliche Verwerflichkeit der Atomtechnologie, die nur einem Zweck dient, der Profitmaximierung der Energieriesen überall auf dieser Welt. Tschernobyl war und ist das Menetekel für die Welt und auch für Biblis. Das rechnerische Restrisiko von 10.000 Jahren hat der Menschheit bei inzwischen weltweit über 400 AKWs im Jahre 1979 Harrisburg, 1986 Tschernobyl und 2011 Fukushima eingebracht. Unzählige beinahe Katastrophen in Schweden, Frankreich und auch bei uns nicht gerechnet. Das ist ebenfalls rechnerisch ein atomares Desaster alle 25 Jahre. So kommt es und wird es kommen. Immer wieder, wenn wir dem menschenverachtenden Spuk nicht ein Ende setzen. Von 30 Kilometer Evakuierungszonen zu hören, ist für uns schon fast normal. Verstrahlte Gebiete in den Urantagebauen in Amerika, Afrika und Australien und den Atomfabriken wie in Mayak, aber auch um Sellafield, werden kaum mehr wahrgenommen. 50.000 Strahlenopfer in Tschernobyl, konservativ gerechnet, regen nur noch wenige auf. In Fukushima wird das Sterben erst in den kommenden Wochen und Monaten einsetzen. Todsicher. Tausendfach Leukämie und andere bizarre Krebsarten, Totgeburten und Missbildungen sind der Preis, den die Menschheit überall auf der Welt für den Profit von wenigen Energieriesen zu zahlen haben werden. Wenn wir nicht endlich Schluss damit machen, auch hier in der Region von Biblis. Biblis, was ist Biblis? Biblis, das ist der Ort, der uns hier in der Region den Nachtschlaf raubt. Dort drüben im AKW droht seit 37 Jahren der Strahlentod. Wie vor 25 Jahren geschehen in Tschernobyl und vor wenigen Wochen in Fukushima. Biblis, das ist das tödliche Zentrum eines Großraums,
wo allein in der 30-Kilometer-Zone über 1 Million Menschen leben. Von Ibersheim bis Mannheim, von Worms bis Heidelberg. Biblis ist sicher, sagte gebetsmühlenartig Frau Puttrich, wie alle ihre Vor- und Parteigänger, wenn sie auch im Auftrag Merkels für den Moment Kreide gefressen zu haben scheinen. Aber wo ist die Sicherheit in AKW Biblis? Störfälle ohne Ende. Und am 4.4. war es mal wieder soweit. Ein Brand im Umspannwerk von Bürstadt und 2 von 4 Versorgungsschienen haben versagt. Notstromdiesel mussten die Kühlung im abgeschalteten Block A gewährleisten. Also alles bestens. Mal sind es falsch montierte Dübel, dann wieder altersschwache Dichtungen, alles ganz harmlos. Aber die besonderen Gefahren, vor allem wenn sie kombiniert auftreten, werden ignoriert und verharmlost. Zum Beispiel Materialermüdung. Es wird viel zu wenig zur Kenntnis genommen, dass Rohrleitungen, die ständiger neutralen Strahlung ausgesetzt sind, ihre Festigkeitseigenschaften verschlechtern und damit den Druckbelastungen im Notbetrieb nicht mehr unbedingt wie ausgelegt standhalten können. Zum Beispiel die sonst so viel beschworene Terrorgefahr. Flugzeugabstürze wie 9/11 oder ein Angriff mit einer Ein-Mann-Rakete, wie dies in einer Untersuchung von Greenpeace und von einem Experten der deutschen Rüstungsindustrie in Frontal 21 vom 15.03. überzeugt dargelegt wurde. Da ist es dann ganz egal, ob der Betonmantel 40 cm wie in Biblis-artig ist oder 60 cm beim Block B. Von einem Mann in 2 Kilometer Entfernung abgeschossen, geht das einfach durch Beton- und Stahlcontainment durch, wie durch Butter. Das gilt selbstverständlich auch für die neuen, ach so total sicheren AKWs. Von Erdbeben und Überschwemmungen, von Systemfehlern, wie erst vor kurzem im schwedischen Forsmark, das ja auch als völlig sicher galt, will ich hier erst gar nicht reden. Nur, Biblis ist auch der Ort der Gehirnwäsche. Das heißt, hier im Ort regiert die Lüge. Hier herrscht RWE. Uneingeschränkt mit seiner jahrzehntelang eingeübten Propaganda. Deutsche AKWs. Deutsche AKWs sind sicher. Im internationalen Ranking kamen sie gleich nach den japanischen AKWs. Jetzt nach Fukushima sind sie wohl die sichersten. B. Ohne Biblis gehen die Lichter aus. Wo bitte geschieht das? Wo könnt ihr das wahrnehmen? C. Wir müssen Atomstrom aus Frankreich importieren. Wir sind seit Jahren Nettoexporteure. Und sind es noch, auch seit die 7 alten Schrottmeiler erstmals beide vom Netz sind. D. Der Strom wird unbezahlbar teuer. Ja, Atomstrom kommt uns allen teuer. Er ist der teuerste Strom überhaupt. Und seine strahlende Hinterlassenschaft wird uns Erdbewohnern jahrtausendelang Unsummen an Kosten hinterlassen. E. Arbeitsplätze und Steuereinnahmen gehen verloren und die Region verfällt in Armut und Elend. Als ob beim jahrzehntelangen Rückbau nicht 500 Menschen im AKW Biblis gebraucht würden und die anderen locker Arbeit in den Firmen der regenerativen Stromerzeugung hier am Ort finden würden. Mit diesen Lügen aufzuräumen. Mit diesen Lügen aufzuräumen, das ist der Grund, warum wir heute im Zentrum der Gurkenstadt Biblis stehen und nicht vor dem AKW, wie mit 20.000 Menschen bei der Umzingelung im letzten Jahr. Wir wollen zeigen, dass RWE zwar in Biblis die Meinungsführerschaft hat, dass wir aber nicht gewillt sind, uns von ihrer Demagogie einschüchtern zu lassen. Auch das Wahlergebnis nach Fukushima von 22,7% für gelinde gesagt Rechtspopulisten macht es notwendig, hier am Ort die Debatte über RWE und deren Segnungen zu führen. Die Presse
die Presse, die wir ansonsten sehr wichtig finden in der Anti-AKW-Bewegung. Die Presse interessiert sich im Übrigen ausschließlich für die Meinung der Bewohner von Biblis. Ihre Brainwash-Denke ist alles, was zählt in den Medien. Diese deprimierende Erfahrung mussten viele AKW-Gegner und Gegnerinnen in der Region machen. Aus den 500 Meter vom AKW entfernten Ibersheim auf der Pfälzerseite des Rheins bis zur Bergstraße, als wären die Menschen in Lorsch, Bensheim, Zwingenberg nicht auch unmittelbar bedroht von einer atomaren Katastrophe, ausgehend vom AKW Biblis. Ihre Meinung ist völlig uninteressant. Das gibt schon zu denken, besonders jetzt nach der totalen Verstrahlung der 30 Kilometer Todeszone um das AKW Fukushima, wo endlich zugegeben wird, dass jede Rückkehr ausgeschlossen bleibt.